Ja. Also Pokémon Go hat jetzt schon sehr vieles erreicht, wovon viele geträumt haben. Also man kann mit Leuten umherziehen, Pokémon fangen und es ist wirklich. Also ich bin sehr positiv beeindruckt von dem Spiel. Und ich hoffe, dass das halt auch fortgesetzt wird, dass da mal ein bisschen was erweitert wird. Und ja, ich finde auch, ach ja, dazu muss ich ja auch noch Stellung nehmen, die Teams. Es gibt ja Teams, Team Rot, Blau und Gelb. Und ich glaube, man entscheidet sich, sobald man seine erste Arena betritt. Und wie das am Ende aussehen wird, ich weiß das jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil diese drei Teamfarmen stehen für Arktos, Zapdos und Lavados. Und ob bei einer bestimmten Anzahl an Mitgliedern von Team Rot, Blau oder Gelb eins der drei legendären Pokémon erscheint, mal schauen, ist meine Vermutung. So. So, du bist hier. Hast ganz schön lange hierher gebraucht. Hast etwa die VM nicht gefunden, du Noob? Jetzt werde ich dich erstmal in den Boden stampfen, du Lauch. So, und danach gehe ich erstmal Pokémon Go spielen und fange mir ein paar Kicklys und Nocturns und. Warte, und einen Kleinstein, sieh? Hier, mit meinen Händen mache ich das. Zah! Wow. So, und jetzt bist du dran. Ich werde dich zermalmen. Mit meinem kleinen Zeh werde ich das tun. Ja, komm, komm her. Ziemlich übermotiviert, der Guter. Er fängt gleich mit einem Razzaf an. Gut. Doppelteam. Ja, dass das gleich failt. Okay. So, jetzt, das hat natürlich für uns nicht sehr gut angefangen, aber ich werde natürlich seinen Angriff, eigentlich wollte ich ihn senken, aber nun gut, das hat sich jetzt erledigt. Endlich. Alter, verwirr ihn bitte, weil du kannst ihn damit am meisten schaden. Sehr gut. Ach so, das ist Wuchtschlag. Gut, vielleicht sollte ich mich im Rückkampf weniger auf Verwirren beschäftigen. Mich mit dem Verwirren beschäftigen, so rum. Ach du Scheiße. So, Blubstrahl. Versuchen wir. Er hat nur einen einzigen Doppelteam gemacht. Ja, mach nochmal. Warte mal, welches Level ist er überhaupt? Ach, 29, okay. Man kann es übertreiben. Dann werden wir mal die Verteidigung ein bisschen senken. Dann müssen wir es wieder ein bisschen taktisch machen. Zwar ein bisschen, na gut, ich habe es versucht, taktisch schon vorher ein bisschen zu. Alter, ist das dein Ernst? Vorausgesetzt, wir treffen noch. Weiter bei. Ave Maria. Und sonst so bei euch? Mir ist das jetzt langsam zu blöd. Hat nur ein, zweimal jetzt, zweimal Doppelteam gemacht. Dass da jetzt alles daneben geht. Ich kann machen, was ich will. Blödes Viech. So, jetzt werde ich dich mit einer Kopfnuss hier raushauen.
Ach du Scheiße, oh shit. Auf Wiedersehen, aber ich weiß, dass da noch ein Quappo hinterher kommt und wir sind ziemlich im Nachteil. Ich werde weiter auf Kopfnuss setzen, weil ich will vermeiden, dass er durch Surfer stärker wird, weil er kann den H2O-Absorber haben. Ah, sieht nach einer Niederlage aus. Yep. Den Superschall am Anfang hätte gleich sitzen müssen. So haben wir uns natürlich. Was ist denn mit dir los? Natürlich habe ich jetzt noch einen Supertrank, aber ich weiß nicht, ob der jetzt was bringen wird. So, jetzt habe ich meinen Impergator, wie er sie tot geheilt. Ja, wusste ich doch, dass das unnötig ist. Gut, wir machen jetzt, ich versuche jetzt nochmal ein Rematch. Ist blöd gelaufen gerade. Das hätte man anders gestalten müssen. Also der Superschall hätte von Anfang an, nun gut. Ich hätte eigentlich nach dem Doppelteam aufhören sollen damit, weil und versuchen hätte sollen, ihn zu vergiften. Das wäre, glaube ich, nochmal eine bessere Variante gewesen. Wobei ein Wuchtschlag und weg ist mein Tentara. So, jetzt zeigt er uns, wie toll und stark er ist. Ja, super, super. So, lass uns jetzt kämpfen. Ich, hab noch was anderes zu tun hier. So. Nochmal, also. Bitte überlebt, bitte überlebt. Nein, natürlich nicht. Gut. Erstmal machen wir ein Fake-Out und danach werden wir seine Attacken ein bisschen. Sehr schön. Damit er uns nicht mehr so viel Schaden antun kann. Und wir eine bessere. Ja, Chance haben. Ich glaube, das reicht. So. Und jetzt fangen wir mal mit einer Kratzfurie an. Komm, es war nur ein Doppelteam. Ich versuche es jetzt nur ein einziges Mal. Danach werde ich ihn, gut, paralysieren. Um ihn noch ein bisschen langsamer zu machen. Sehr schön. Jetzt können wir es nochmal mit einer Superschallattacke versuchen. Sehr schön. Und jetzt können wir. Na siehste. Der schlägt sich ja kein einziges Mal. Was ist denn da los? Sehr schön. So, wollen wir es nochmal versuchen? Ach komm. Natürlich. Ich gebe nicht auf. Gut, dann werden wir nochmal einen Donnerschock drauf machen. Sehr schön. Gut.
also Superschall bringt ab 3 Doppelteams eigentlich nichts mehr. So. Jetzt könnten wir versuchen. Ja, machen wir Blubstrahl. Also man merkt, er kann jetzt nicht mehr so viel Schaden uns antun. Da kann er eigentlich machen, was er will. So, komm, jetzt musst du aber mal treffen. Wir können leider mit Krabi nichts machen. Also ihn keinen Angriff oder Verteidigung senken, was sehr schade ist. Gut, versuchen wir das nochmal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt einen X-Treffer habe, aber das würde ich höchstens... höchstens für, Impergator lassen. Alter, willst du mich jetzt eigentlich mobben? Guck mal, wie toll ich meine Pokémon wieder aufladen kann. Ja, super, das interessiert mich nicht. Was versuchst du da eigentlich? Willst du tatsächlich einen Krabi bis zum Ende mobben? Krabi macht dich gerade fertig, das ist ja schon klar, ne? Alter. Ey, der versucht jetzt gerade allen Ernstes seine Werte nochmal zu maximieren und unsere zu minimieren. Was ist denn mit dir denn los? Was macht denn das denn für einen Sinn? Denkst du mal, Krabi ist mein einziges Pokémon, was ich jetzt noch hab? Dulli. Und warum hat der so viele Hypertränke? Boah, das kann sich jetzt in die Länge ziehen. Hat mein Voltoball diese eine Attacke, wo ich immer treffe, im Ultraschall? Ich hoffe, ich hab die noch. Kann es sein, dass sein Wuchtschlag leer ist? Aber der müsste doch noch Power Punch haben. Ja, und wie geht's euch so, Leute? Das ist der spannendste Kampf bisher. Es sieht so aus, als ob Rasaf nichts mehr machen könnte. Also wenn er jetzt gleich nochmal mit einem Wuchtschlag rauskommt, dann frage ich mich, was er die ganze Zeit versucht hat. Also auf jeden Fall haben wir all seine Hypertränke schon mal weg. Das Höchste, was er jetzt noch machen kann, ist den Verzweifler gleich einsetzen. Ich steige jetzt mal um auf Blubstrahl, weil das geht ein bisschen schneller, glaube ich. Aber ob es jetzt trifft... Wenn du gleich noch einen Hypertrank einsetzt, ich raste aus. Das ist bisher der spannendste Kampf, den ich je hatte. Und das ist das, was mich an Doppelteam einfach nur aufregt. Weißt du, der Gegner kann nichts mehr machen und dann muss man sich... Stellt euch einen Carpador mit Klatscher und Doppelteam nur vor. Ich meine, okay, gut. Wenn man Carpador trifft, kann man den schon mit einem Schlag weghauen. Ach, guck mal, ihm bringt es doch jetzt nichts mehr. Lass dich treffen.
Dann sind wir dich los und wir können weitermachen im Geschehen. Das ist echt lächerlich. Tschüss. Alter. Ich habe mich gerade ein bisschen verarscht gefühlt. Gut, jetzt können wir aber wieder ernsthaft weitermachen, ne? Wenn ich immer Hypnose einsetze, ne, dann geht das erstmal 10.000 Mal daneben. Ich hoffe, du paralysierst dich selber. Yes. So. Sei paralysiert. Ich verstehe die Logik dieses Arena-Leiters nicht. Der ist so schlecht. Ich dachte ihm gerade schon wieder, er setzt wieder irgend so eine Billigtrank ein. Ja. Damit hat er. Er hätte ein leichtes Spiel mit mir gemacht. Hätte mich einfach weggehauen. Okay. Mach's mir einfach. Alter. Oh, ich war zu dämlich gerade. Ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Entschuldigung. Ich gehe mal wieder Pokémon Go zocken. Ach du Scheiße. Das war der schlechteste Arena-Leiterkampf, den ich je gesehen habe. Ja. Ich kann Fliegen benutzen, ich weiß. Und deine dämliche Attacke namens Wuchtschlag, die brauche ich nicht. Man hat gesehen, zu was das geführt hat bei dir. So. Ich schnapp mir jetzt mein Handy und geh Carpathos sammeln. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.